Einen wunderschönen guten Tag hier aus Köln vom Aachener Weiher. Und mein Gast heute ist Professor Butterwegge und bekannt als Deutschlands bekanntester, renommiertester Armutsforscher. Kann ich das so sagen? Ja, mir wird dieses Etikett immer aufgeklebt und ich habe gelernt, damit zu leben. Ich habe natürlich auch andere Themen, mit denen ich mich beschäftige, nicht nur mit der Armut, da würde ich ja ganz depressiv, sondern auch, allerdings auch nicht immer so erfreuliche Themen, wie sich der Sozialstaat entwickelt, die Globalisierung, der demografische Wandel, Rechtsextremismus, auch mehr so ein schreckliches Thema, Rassismus und Gewalt, Migrationspolitik. Also ich beschäftige mich ja mit vielem, aber in der Tat zuletzt hat die Armut im Mittelpunkt gestanden. Das hat auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, damit, dass sich die Gesellschaft zunehmend in Arm und Reich spaltet. Und ein Ergebnis davon ist, dass die Armutsforschung, die ich da ja so ein Stück weit auch mit repräsentiere, Hochkonjunktur hat. Ich will ganz vorne anfangen, wenn ich irgendwie so diese Sendungen angucke, Maischberger, Illner und so. Da gibt es Leute, die sagen, wir leben in einem absolut freien Land und wir haben alle Freiheiten. Dann gibt es Leute, die sagen, wir leben in einem total kontrollierten, irgendwie schrecklichen Land. Es gibt Leute, die sagen, wir haben absoluten Wohlstand. Es geht niemandem so gut wie bei uns. Und also ich höre ganz viele so feste Meinungen, wie es denn so ist. Ist das so eine Wahrnehmungsgeschichte, die ich habe, oder liegt es an den Leuten? Woran liegt das? Nee, das liegt daran, dass alle Recht haben. Also diejenigen, die sagen, uns geht's doch hier ganz toll, die gehören auch zu denen, denen es ganz gut geht und die vielleicht immer wohlhabender oder reicher werden. Und diejenigen, die sagen, wir leben in einem Land, mit dem es bergab geht, das sozial nicht mehr gerecht ist, wo sich Armut ausbreitet, die haben auch recht, weil beides passiert zur selben Zeit. Also ein Buch von mir heißt Armut in einem reichen Land. Das reiche Land bedeutet, da geht es auch vielen ganz, ganz gut, aber gerade deshalb ist die Armut für die anderen so besonders schlimm. Und wir beruhigen uns meistens damit, oder sagen wir mal nicht wir, das ist meistens falsch, sondern die Öffentlichkeit und die Mainstream-Medien, die suggerieren das jedenfalls, dass sie so tun, als wenn es allen gut ginge. Ja, das drückt sich in Minilöhnen aus, das drückt sich darin aus, dass viele Menschen in der Leiharbeit sich befinden, das heißt von Stelle zu Stelle im Grunde geschickt werden, häufig mit anderen Menschen zusammenarbeiten, die mehr verdienen, weil sie zur Stammbelegschaft gehören. Es drückt sich darin aus, dass Menschen, die älter sind und kleine Renten haben, ab und zu mal gucken, was sie vielleicht aus den Mülleimern holen können an Flaschen oder manchmal sogar an Essensresten. Und wenn ein Jugendlicher da in einem, meinetwegen, tiefen Winter in Sommerkleidung und in Sandalen steht und er wird ausgelacht von den eigenen Mitschülerinnen und Mitschülern, dann ist das schlimmer, als abends ins Bett gehen zu müssen, ohne etwas zu essen zu bekommen. Und deshalb finde ich diese relative Armut, wie wir das nennen in der Armutsforschung, die es in der Bundesrepublik natürlich hauptsächlich gibt, wenngleich auch absolute Armut, wie in den Dritte-Welt-Ländern, sich bei uns dadurch ausdrückt, dass Menschen obdachlos sind, dass total verelendete Obdachlose und Drogenabhängige existieren. Diese relative Armut heißt nicht deshalb relativ, weil man sie relativieren oder beschönigen oder kleinreden sollte, wie das meinetwegen Thilo Sarrazin tut, der mich als führenden Ideologen der deutschen Armutsdiskussion bezeichnet und versucht nachzuweisen, dass es Armut nur in solchen Ländern wie Rumänien, Bulgarien, auch in der Türkei gibt und das damit begründet, dass er sagt, ja, ein Durchschnittsverdiener da, der hat weniger als ein Hartz-IV-Empfänger hier. Aber Armut ist natürlich immer etwas, was im Vergleich zu sehen ist und im Vergleich zu setzen ist mit dem Wohlstand und den Lebensverhältnissen um den betreffenden Menschen herum. Und deswegen glaube ich, dass bei uns die Armen besonders leiden, sich zurückziehen, sich isolieren, sich nicht zusammenschließen wie die Straßenkinder in Südamerika, die Gewerkschaften gründen, sich politisch wehren, sondern bei uns bedeutet Verarmung, gleichzeitig auch ausgegrenzt zu werden, stigmatisiert zu werden. Und deshalb kennt auch jeder Arme noch bei uns jemanden, dem es schlechter geht und verweist auf den,
um sich abzusetzen davon. Und es ist ein beliebtes Spiel der Politik, die verschiedenen Gruppen, auch solche, denen es allen nicht gut geht, gegeneinander auszuspielen. Diese soziale Polarisierung oder soziale Spaltung des Landes in Arm und Reich, die drückt sich eben auch in solchen ganz unterschiedlichen Auffassungen aus. Mir persönlich geht es relativ gut. Ich gehöre nicht zu den Armen, aber ich habe eigentlich, solange ich zurückdenken kann und seit ich politisch sozialisiert wurde, immer das Bedürfnis gehabt, mich auf die Seite derjenigen zu stellen, denen es schlechter geht. Sie sind ja auch so ein alter Sozi. Wenn die da kommen und so eine Agenda 10 entwerfen. Also ein anderer Sozialdemokrat hat mal zu mir gesagt, das ist gar nicht so schlimm, das sind die Guten. Wer weiß, was die anderen gemacht hätten. Was sagt das über eine politische Klasse aus? Was sagt das über eine linke Bewegung in Deutschland aus? Naja, in der Linken gibt es natürlich immer auch ganz unterschiedliche Auffassungen. Da gibt es Leute, die eher zur Anpassung neigen. Also Gerhard Schröder, mit dem ich zusammen Juso-Arbeit mal gemacht habe, der hat sich ja anders als ich entwickelt. Also der ist niedersächsischer Ministerpräsident geworden, dann Bundeskanzler. Und er ist mit Leuten zusammengekommen, mit denen ich nie zusammenkommen werde, die sowohl jetzt nicht nur sehr reich, sondern auch politisch einflussreich sind. Und wenn man, ich weiß jetzt nicht, ob Gerhard Schröder das getan hat, aber es wäre ja durchaus denkbar, wenn man mit den Herren aus dem Siemens-Vorstand golfen geht, dann nimmt man natürlich auch von deren Weltanschauung und Überzeugungen und Argumenten etwas auf und mit. Und da muss man gar nicht bezahlen und Abgeordnete oder Minister oder gar den Kanzler bestechen oder mit Lobbyisten einwirken auf die Politik, sondern dieser soziale Aufstieg, den Gerhard Schröder genommen hat, also aus dem ganz normalen Juso und vorher, ich glaube sogar aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen im Elternhaus, dann aufzusteigen in eine solche Position, wo man mit den Reichen und Mächtigen verkehrt, das führt einfach zu Veränderungen und die wirken sich dann auf die Politik dieser Menschen aus, die solche Funktionen übernommen haben. Andere Menschen, die haben es vielleicht wie ich auch leichter, weil an der Universität zu lehren bedeutet ein relativ hohes Maß an Unabhängigkeit. Also da ist kein Chef, der sagt, da geht's lang und wenn du dagegen aufbegehrst, dann bist du die letzte Zeit mein Mitarbeiter gewesen. Und deswegen hatte ich es auch verhältnismäßig leicht, vielleicht auch leichter als Gerhard Schröder, an diesen früheren gemeinsamen Idealen festzuhalten. Und da ist also aus der Linken sind Menschen hervorgegangen, die sich dann als Modernisierer gesehen und bezeichnet haben oder bezeichnet worden sind. Und es sind solche, die dann meistens beschimpft worden sind als Traditionalisten, die bei ihrer ursprünglichen Position geblieben sind, die auch versucht haben, auch sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse natürlich anzuwenden. Und insofern sind die auch nicht immer bei denselben ursprünglichen Positionen geblieben. Aber sie haben zumindest an ihren wichtigsten Wertvorstellungen und Idealen und Visionen festgehalten. Und andere sind natürlich ein bisschen lockerer damit umgegangen. Ich will gar nicht sagen, dass es sich da um Opportunismus oder Karrierismus handelt, sondern ich erkläre es eher aus diesen unterschiedlichen Verhältnissen, in denen man jeweils lebt und in den verschiedenen Konstellationen, in denen man sich bewegt. Das macht einen Unterschied, ob man im Kanzleramt residiert oder aber ob man in einem Hörsaal steht. Die Linke hatte sie in Betracht gezogen unter den drei Kandidaten fürs Bundespräsidentenamt. Wir haben jetzt einen Bundespräsidenten und Hunzinger sagt, Message ist gute Laune. Jetzt nehmen wir einfach an, Sie hätten das gemacht. Was wäre Ihre Message gewesen? Was hätten Sie gesagt? Was ist konkret jetzt zu tun? Na, ich hätte erstmal, der Bundespräsident verändert ja wenig. Er sitzt nicht an den Stellschrauben. Also das heißt, er bewegt die nicht. Ich formuliere Sie, wenn Sie an den Stellschrauben sitzen. Ich hätte erstmal andere Themen besetzt als Joachim Gauck. Also die Freiheit in den Vordergrund zu rücken, wäre mir zum Beispiel sicherlich nicht passiert, weil ich hätte viel deutlicher unterschieden, Freiheit für wen? Wer ist denn bei uns frei? Also rein formal und juristisch alle. Aber nehmen wir mal das Thema Reisefreiheit, was natürlich für ehemalige DDR-Bürger besonders wichtig ist, was mir als Westler unmittelbar einleuchtet.
Aber jetzt ist Reisefreiheit bei uns in der Bundesrepublik etwas Wichtiges, ein hohes Gut. Das sehe ich auch so wie Joachim Gauck. Aber was nützt es mir denn, wenn die Reisefreiheit auf dem Papier steht, ich aber gar nicht das Geld habe, um zu reisen? Also das heißt, ich würde sehr viel stärker die Eingebundenheit solcher Werte wie Freiheit in die materiellen Verhältnisse betonen. Und ich würde sagen, Freiheit, da muss ich immer gucken, Freiheit für wen? Und Rosa Luxemburg hat gesagt, Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ich würde sagen, Freiheit ist immer diejenige, derjenigen, denen es am schlechten geht. Wenn die frei sind und wenn die sich leisten können, ja, auch mal zu reisen oder zumindest was von ihren Lebensträumen zu verwirklichen, denn das ist für mich Freiheit, tun zu können, was ich will. Und das kann eben ein Hartz-IV-Empfänger nicht, der mit 364 Euro da steht und mit der versucht, mit der Arge darum zu kämpfen, ob er auch tatsächlich seine Miete bezahlt bekommt, weil die vielleicht die Wohnung ein paar Quadratmeter zu groß ist nach Auffassung der Arge. Dann würde ich sagen, ist dieser Mensch mit Sicherheit nicht frei. Und das zu berücksichtigen, also die soziale Spaltung und damit die Verletzung von sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu rücken, zum öffentlichen Thema zu machen, das wäre mein Anliegen gewesen. Ich danke für das Gespräch. Und zum Schluss bringe ich immer drei Begriffe und bitte um kurze Assoziationen. Mhm. Oscar Lafontaine. Ein Politiker, der seiner Auffassung treu geblieben ist und nicht den Kurs der Agenda 2010 von Gerhard Schröder mitgemacht hat, sondern dann sogar mitbeteiligt war bei der Gründung der Linken und für mich eine Person, die Respekt verdient, obwohl er in der Öffentlichkeit, wenn man sich das mal anguckt, eigentlich immer nur diffamiert, demontiert und auf für mich und manchmal unbegreifliche Weise schlecht gemacht wird. Zweiter Begriff, Uni Köln. Ja, da bin ich tätig und die entwickelt sich. Zuletzt ist sie Exzellenz-Uni geworden. Sie bekommt viel Geld, wovon die Menschen, die dort arbeiten und lehren, normalerweise wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen werden. Die Arbeitsbedingungen haben sich in den letzten Jahren, seit ich 1998 gekommen bin, eher verschlechtert. Aber die Uni ist jetzt stolz, der Rektor ganz besonders. Und ich hoffe nur, dass dieser Imagegewinn, der auch damit verbunden ist, dann vielleicht auch meinen Arbeiten und der Armutsforschung ein kleines bisschen zugute kommt. Dritter und letzter Begriff, Frau Butterwegge. Ja, meine Frau war Abgeordnete der Linken bis zum Mai 2012 im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Die Linke hat dann eher gegen ihren Willen oder zumindest war sie nicht ganz glücklich damit, den Haushalt der rot-grünen Landesregierung abgelehnt. Daraufhin ist der Landtag aufgelöst worden. Die Linke hat dann bei der Wahl ihr Ziel nicht erreicht, die 5%-Hürde zu überspringen und wieder in den Landtag einzuziehen. Und seitdem ist meine Frau natürlich dabei, das zu verarbeiten und sie muss sich beruflich neu orientieren. Das ist sehr schwer für sie. Ich unterstütze sie dabei und liebe sie. Ich danke für dieses Gespräch, Herr Butterwegge. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Das Thema beim nächsten Mal ist Guten Morgen, Abendland und mein Gast, die Fernsehmoderatorin Nazan Eckes. Bis zum nächsten Mal.